Lass dich durch diese schreckliche Geschichte nicht entmutigen. Es sind doch nur Daten. Falls dich das freut, es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Ja, das freut mich voll. Geil. Und damit herzlich willkommen zurück zu Portal 2, meine lieben Freunde. Oh, ist das schön. Ich wurde ausgesetzt von Mama. Natürlich ist das schön. Kammer Nummer 3. Was haben wir denn hier? Okay, einmal Knopf drücken und einmal wieder einen schönen Cube. Schauen wir uns erstmal um, ne? Ist auch grafisch nochmal ein bisschen anspruchsvoller geworden als Portal 1. Sieht schon geil aus. Obwohl das... What the fuck? Obwohl es jetzt eigentlich doch schon auch mittlerweile etwas älter ist, ne? Gut, dann müssen wir bestimmt erstmal sowas machen. Und dann... Ach, da oben haben wir noch einen Strahl. Oh, gibt's da wieder so ein Easter Egg, dass man die Kameras zerstören muss, sag mal? Ich sehe gerade, die Kamera verfolgt mich hier gerade voll hardcore. Hä? Achso, das bleibt da hängen. Ah, okay. Gut, aber das kann es ja sowieso schon mal nicht sein. Hier geht's... Wo geht's denn hier lang? Muss ich? Darf ich hier rein? Aha, hier haben wir wieder so ein komisches Gemälde. Ein Radio! Ach, wie süß. Feels like a trial. Ha, okay. Wow! Sucker's luck, too many... Was? Ach, Variables, also Variablen. Wie komme ich denn hier wieder raus? Achso, indem ich mir einfach ein Port schieße, oder? Ich verstehe. Interessant. So, guten Tag. Hallo. Ist das vielleicht sogar so ein bisschen gewollt? Ganz ehrlich, weil wenn ich mir nämlich den Port hier hin mache, dann komme ich zum Cube. Guck mal einer an. Ist ja gar nicht so dämlich. Jetzt ist die Frage, ob ich darüber springen kann, aber das müsste eigentlich hin, oder? Uah. Jawohl. Okay, und damit haben wir... was aktiviert, dass ich da durch kann, oder? Aber mit dir muss ich da auch noch irgendwas machen. Ach du Scheiße, muss ich da... Ja, ja, okay, warte mal. Ich glaube, ich weiß schon, was ich da machen muss. Es soll nämlich wahrscheinlich in den Boden gehen, das bedeutet... Ich brauche hier eins. Und ungefähr hier. Oder... Da. Gratuliere, nicht zum Test. Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt. So, also, hören wir uns natürlich alles genau an, was sie uns noch so zu sagen hat bei ihrem ganzen Trash-Talk. Das ist halt einfach mega geil. Und ab zu Stage 4, könnte man sagen. Raum für euch, ich liebe diese Portal-Rätsel, die sind so geil. So, hallo. Moment. Jemand da? Hä? Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. okay. Achso, du hast es gar nicht so schnell fertig gebaut. Was haben wir denn hier? Kann man hier rein? Gibt's hier kein irgendwie Special oder so? Nö. Sieht nicht so aus? Okay. Dann lassen wir das einfach so. Und gehen hier durch. Aber ich kann mir leider gar nicht so viel Zeit lassen, liebe GLaDOS. Wow. Alter. Wenn ich bedenke, wie klein die Räume zu Beginn von Portal 1 waren und wie riesig die teilweise jetzt sind, nicht schlecht. Vor allem dieses immer noch zerstörte und noch nicht wieder aufgebaute Feeling ist... hat auch irgendwie was. Ich habe auch das weiße Feeling aus dem ersten Teil geliebt, aber das ist eigentlich auch nicht schlecht. So, ich nehme mal an, das kommt jetzt irgendwie hier rüber. Aber nur dahin. Ach, es bewegt sich. Ach, ich muss wahrscheinlich in dem Moment dann ausmachen.
Ja, okay, pass auf. Und zwar genau jetzt. Genau, dann hört es nämlich wieder auf. Ich kann auf die andere Seite gehen. Und dann muss ich es einfach nur wieder aktivieren. Aha, ein Cube. Und dann dasselbe Spiel wieder. Läuft. Oh, Moment mal. Cube. Das muss man dir lassen. Du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Schwabbel zum Aufzug und wir testen weiter. Halt's mal, ihr habt das gerade gar nicht so schlecht gelöst, ja? Also bitte. So ist es ja jetzt auch nicht. Ich höre da nicht auf dich. Ah, mein Aufzug. Dankeschön. Und ab ins nächste Stockwerk. Gab's immer Ladezeiten mit Portal 1 eigentlich auch schon? Ich weiß es gar nicht. Es irritiert mich teilweise so ein bisschen, dass immer wieder Ladezeiten gibt. Oh, hier sind aber viele Cubes. Wow! Hey, meine Cubes! Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult-Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Viel Glück. What the fuck? Boah, jetzt hab ich mich übelst erschrocken, ey. Oh shit. Vor allem wie fucking groß ist. Gerade eben hatte ich es noch gesagt, oh ja, die Räume sind ein bisschen größer. Holy shit, hier hat fast ganz Portal 1 reingepasst. Oder zumindest die ersten 4 Level. What the damn doodly do? Gib mir erstmal jetzt hier meinen Cube. Ach, der spielt jetzt hier. Mit sich rum. Oh, muss ich da jetzt timen? Ja, wahrscheinlich. Und zwar jetzt. Nein, nein, nein. Ah, oh, fast hätte ich ihn gehabt. Jetzt. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Nein. Verdammte Scheiße. Aber das habe ich doch eigentlich ganz gut gelöst, oder nicht? Oh, wirklich? Verdammte Scheiße, mein erster Death. Könnte man sagen. Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult-Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. Na, ich überlege gerade, an was es gelegen hat, dass ich den Sprung eigentlich doch nicht geschafft habe. Erzert. Okay. Vielleicht einfach gegen die andere Richtung nicht oder keine Ahnung. Das war ja jetzt aber dann ein bisschen arg einfach, oder nicht? Du atmest übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Yay! Ganz toll, GLaDOS. Macht richtig Spaß, immer dieselbe Luft zu atmen. Riecht auch bestimmt nach einer Weile gar nicht mehr so gut, glaube ich. Oh Mann, was herrlich. Gibt es im nächsten Test? Oh, Katapultplattformen. Schon wieder? Na dann, viel Spaß beim sorglosen durch die Luft segeln. Yay. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Wow. Ganz alleine. Oh, eine Runde Mitleid. Also da, yo, ich find's vor allem geil, dass er diese Umgebung so zerfällt. Das macht so dieses Portal 2 Feeling aus, so mit dieser interaktiven Umgebung. Das ist schon geil gemacht. Vor allem, wie verfickt groß ist der Raum denn eigentlich auch schon wieder? Die Plattform hier, für alle, die Portal 1 natürlich nicht kennen, das ist auf jeden Fall neu, das gab's früher nicht. Wir segeln jetzt einfach so ein bisschen hier rüber. Ui. What the fuck? Und da muss ich bestimmt ein Portal reinmachen und dann auf der anderen Seite wieder rauskommen. Da habe ich aber wahrscheinlich nicht schnell genug geschalten. Das heißt, ich muss wieder von vorne anfangen. Kackwurst. Okay. Naja, das kann man ja vorher nicht wissen, wenn man es nicht kennt, wa? Also das heißt, eins ist ja jetzt schon gesetzt. Das heißt, ich muss nur noch das da setzen. Jo, und zack. Geht's weiter. Perfekt, und das ist richtig geil gemacht.
Oh, ein Aufzug, ein extra Aufzug. Wow! Nee, warte mal, da will ich jetzt nicht hin. Aber ich muss wahrscheinlich nochmal zurück, oder? Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammern. Ach, manchmal findest du dort noch Müll, nutzlosen, stinkenden Abfall. Oh, da muss ich ja hier unbedingt wieder eins hinschießen. Meide möglichst den Müll, der auf dich zurast. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem Ball was anfangen kann, aber ich behalte ihn mal. Du musst nicht mit dem Müll testen, es ist nur Müll. Drück den Knopf nochmal. Warum? Und wie zum Teufel komme ich da rüber? Ah, Moment mal, ich sehe doch was. Deswegen gibt's doch dieses Ding hier. Ich drück den Knopf nicht nochmal, GLaDOS. Ah, Moment mal, wie komme ich... Na, eben, ich wollte gerade sagen, da komme ich nicht zurück. Ich darf den nur da runterfallen lassen, ne? Deswegen kann man den Knopf nämlich nochmal drücken, falls man's verkackt. Oh, fuck. Tja, der Ball... Ja, der hüpft halt, wa? Der bleibt nicht einfach liegen. Also nochmal der ganze Spaß. Ah, da ist ja der Cube. Deswegen hat sie auch gesagt, drück den Knopf nochmal. Jetzt macht es auch Sinn. Manchmal kann man eben doch auf die gute GLaDOS hören, hm? Aber halt auch nur manchmal. Aber ich sag mal, ist okay soweit. Auch recht schnell gesehen. Läuft doch. Erinnerst du dich, als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach? Das war eine Metapher. Ja, ja. In Wirklichkeit meinte ich dich. Das dachte ich mir schon. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. Nee, GLaDOS, keine Sorge, habe ich schon verstanden. Ich finde trotzdem schön, dass du mich nochmal Müll nennst. Ja, ich bin mal wieder der Trash. Großartig. Wusstest du, dass man Menschen mit einem schlechten Gewissen viel einfacher erschreckt? Entschuldige, ich weiß auch nicht, was das war. Aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Oh, ist das geil. Ich habe lange nicht mehr so viel gelacht bei einem Spiel. Oh, ist das gut. Ist das gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, was haben wir denn hier? Schon mal, ist ja schon mal scheiße alles. Heilige Kacke, wie groß sind diese Räume geworden? Ist ja unnormal. Hallo, wink dir doch mal. Geht nicht. Kann mir immer nur auf den Hintern gucken. Ach, ist das schade. So, gucken wir doch mal. Nee, da kommen wir her. Ich wollte ja eigentlich erstmal hier durchgehen, wa? So. Cube. Was? Habe ich dir etwa aus Versehen deinen Test vermasselt? Hey! Tut mir leid. Was soll das? Nimm dir noch einen anderen. Ja, toll! Und wo soll er sein? Boah, du Miststück! Ich kann mich doch hier nirgends raufporten. Ja, what the fuck? Ach, da ist ja wieder einer. Achso, sie hat mich einfach nur verarscht. Oh nein. Was? Schon wieder vermasselt. Was soll's? Wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Hast du die gesehen? Gut, dass ich sie los bin. Wollte schon sagen, die können so sehr verarschen, kann sie mich jetzt auch nicht. Aber was bringt es, wenn ich das deaktiviere quasi? Okidoki. Aber so schnell kann ich ja gar nicht sein, oder? Aber ich könnte Folgendes machen. Wäre doch gelacht, wenn ich das nicht raffe. So, und nu? Ah, jetzt muss ich wieder irgendeinen Jump machen, ich sehe das schon. Einmal hier und einmal... Hier. Nee, das ist mir ein bisschen zu unsicher. Ja. Da komme ich aber nicht ganz rüber. Vermutlich, weil ich nicht hochgesprungen bin. Ja, das könnte daran liegen. Und... Jetzt aber! Auch nicht? Ah, ich sehe aber schon, wo der Haken ist. Ich muss erst hier hin. Und... Ja, okay.
Aber wenn ich hier runtersteige, dann... Oh, das heißt, ich brauche auch noch den Cube dafür. Das heißt, zuallererst muss der Cube hierher. Genau. Und dann muss es wieder dahin. Okay, naja, es ist ja nicht so weit. Ist ja, wenn man es vorher nicht weiß, muss man es erst rausfinden. Ist ja wohl völlig klar, oder? So, und ab geht's. Ich glaube, ich habe ihn verloren, ne? Nö, er kommt sogar hinterher geflogen. Perfekt. So, und jetzt das ganze Spiel hier nochmal. Und am besten von hier sogar gleich runterspringen. Naja, wenn es klappen würde. Whee! Yep, perfekt. Jede Testkammer hat einen Emanzipationsgrill am Ausgang, damit Testsubjekte keine Testobjekte aus dem Testbereich schmuggeln können. Der hier ist kaputt. Nimm bloß nichts mit. Keine Sorge, GLaDOS, ich werde schon nichts illegal entwenden. Also ich muss wirklich sagen, das Spiel ist der Wahnsinn! Unfassbar witzig, wirklich lange nicht mehr so viel gelacht. Und ja, großartig. Ich freue mich direkt auf Part 4. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen und ich spiele gleich weiter.